Damen und Herren, liebe Landsleute, das ist noch nicht die Begrüßung. Wir wollen, wie es in Südmähren der Brauch ist, unsere Festveranstaltung mit einer Messe beginnen. Und dazu möchte ich Ihnen Diakon Erich Wagner vorstellen aus Pyra. Das ist eine Gemeinde bei Ernstbrunn am Buschberg, beim Buschberg, die höchste Erhebung des Weinviertels. Bitte nicht ohne Sauerstoffgeräte zu besteigen. 500 oder 495 Meter ungefähr. Wir haben dort wunderbare Feste gefeiert in der Buschberghütte. Aber heute wollen wir das Fest hier feiern. Die offizielle Begrüßung möchte ich dann nach der Messe stattfinden lassen. Und wir wollen jetzt, der Diakon, wollen Sie noch etwas sagen vorher? Oder beginnen wir gleich mit der Messe? Haben Sie sich abgesprochen mit der Musik? Alles, wir bleiben bei der Übermesse. Ja. Also, dann wünsche ich uns allen eine besinnliche, aber trotzdem auch zwischendurch heitere Feier und einen schönen Tag gemeinsam hier in diesem wunderschönen Winkel von Österreich in Anbetracht unserer ehemaligen südbayerischen Heimat. Liebe Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft, liebe Südmeerer, vom Verein. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, dass wir alle sind, alle wir getauften Christen, die wir uns heute hier versammelt haben, um wieder ein Treffen abzuhalten. Ein Treffen, das erinnern soll an die Vertreibung der Südmeere aus ihrer Heimat. Wenn wir das Evangelium von heute hören, dann fällt uns auf, natürlich neben dem Sonntagsgebot und dieser Verstocktheit und dem Eigensinn der Pharisäer, wo Jesus voll Zorn, aber ich denke noch viel mehr voller Trauer, auf ihr verstocktes Herz sieht. Wo Menschen da sind, die nicht einmal verstehen wollen, dass Heil und Heilung an jedem Tag gerechtfertigt sind. Heil und Heilungen. Dass der Mensch sich nach Heilung ausstreckt. Weil das Leben ohnehin so viel Unheil, so viel Schmerz, so viel Leid in sich birgt. Natürlich auch Freuden. Ich habe vor unserem Gottesdienst mit einem Herrn gesprochen, der auch Zeuge war dieser damaligen Ereignisse. Er war damals 8 Jahre alt. Aber das, was damals passiert ist, passiert, wenn wir in die Geschichte schauen, immer wieder. Ich möchte sagen, bis heute, auf der ganzen Welt. Und ich möchte sagen, ich denke, wenn wir auf den Berg schauen, steht dort das Kreuz. Die Christen haben das Kreuz errichtet. Das Kreuz ist es, das uns durch unser Leben begleitet. Das Kreuz zeugt von dem, dass die Christen auch im Kreuz standhalten. Nicht, weil sie selber mehr Kraft als andere Menschen hätten, sondern weil sie Jesus Christus haben, der ihnen dabei hilft, an den sie glauben, auf den sie ihr Vertrauen setzen. Ja, das Kreuz ist aufgerichtet in unserem Leben. Und trotzdem, immer wieder dort, wo sich der Mensch vom Kreuz entfernt, ich spreche jetzt in besonderer Weise auch von den Christen, weil es gibt auch viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber in der heutigen Zeit entfernen sich sehr viele Christen, Getaufte vom Kreuz,
weil sie einfach nicht mehr glauben können, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte hier nicht verurteilen. Aber immer dann passiert es so, dort wo der Glaube geschwächt ist, dort wo die Menschen abfallen, folgt ein moralischer Verfall. Und der führt dann immer zur Katastrophe, in welcher Form auch immer. Und immer dort wird Leid, Unheil, Schmerz, kommt das zutage. Leiden Menschen furchtbar. Hinterlässt dieses Leid in Menschen oft Spuren, die das ganze Leben manchmal nicht überwunden werden können. Das ist auch mit ein Grund, warum ich am Beginn gesagt habe, wir alle bedürfen der Vergebung und müssen mit Gottes Hilfe auch vergeben können. Denn Friede, wirklicher Friede, ist nur dann möglich, wenn auch Vergebung möglich ist. Und wenn man sich so manches Schicksal anhört, so manches kennt, dann kann man menschlich auch verstehen, dass manches nicht einfach zu vergeben ist. Gott, Jesus, fordert von uns die Vergebung. Denn er sagt uns, auch er will uns immer, wenn wir ihn bitten, vergeben. Aber er sieht auch unsere Schwäche. Und er sieht auch, wie wir uns, wenn wir uns anstrengen, aber ich kann einfach nicht vergeben, weil dieser Schmerz, diese Verletzung so tief sitzt. Aber dann, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir ihn bitten, ihn, Jesus, bitten, damit er uns die Gnade schenkt, vergeben zu können, aus ganzem Herzen. Und dann wird ein neues Leben beginnen. Dann wird Friede herrschen. In der zweiten Lesung hören wir durch den Apostel Paulus etwas, was mich in besonderer Weise jetzt in diesem heutigen Treffen auch berührt. Was einfach sehr gut passt. Wenn wir zurückschauen auf diese Not, die diese Menschen gelitten haben, die Not der Kriege, die Not bis heute, wo so viele Vertreibungen erfolgen. Da spricht der Apostel: Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Weil wir eben das Todesleid Christi als Christen in unseren Herzen mittragen, in unserem Lebenskreuz. Woher kommt die Kraft, von der hier der Apostel spricht? Es ist die Kraft Gottes, die über allem wirkt. Es ist die Kraft Gottes, die uns begleitet, die uns stärkt, wenn wir an den glauben, an diesen dreifaltigen Gott, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Und dass er ein Gott ist, der uns nicht Schmerz zufügen möchte, sondern der unser Herz heilen möchte. Wenngleich es auch so in dieser Welt ist, und das wissen wir alle, dass so viel passiert an Leid und Schmerz. Aber es wird nicht durch Gott selbst verursacht. Es wird verursacht durch die Sünde. Es wird verursacht durch Taten der Menschen, die sie von Gott trennen. Durch Taten, die nicht in der Liebe sind, in der Liebe Gottes. Er, der selbst die Liebe ist. Ja, ich denke, wenn wir zurückschauen auf diese Ereignisse, irgendwie in meinem Herzen, dass hier Vergebung das Wichtigste ist, damit Frieden herrschen kann. Dass hier unsere Herzen erhoben werden sollen zu Gott im Glauben. Dass wir immer wieder ihn bitten, dass er Unheil und Katastrophen verhindert. Auch wenn wir in die heutige unsichere Zeit schauen, wir wissen nicht, was passiert.
Wir denken oft, die Menschen halten die Welt und doch halten sie sie nicht. Denn die Welt wird nur von einem gehalten. Von unserem Herrn und Gott, an den wir glauben. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass dieser Glaube an den dreifaltigen Gott wächst. Dass wir uns nicht verirren und verwirren lassen von so manchen, sondern dass wir ihm treu bleiben, dort wo wir ihm fern sind, wieder zu ihm zurückkehren. Dass wir ihn um Vergebung bitten, denn er sagt uns dies zu. Und dass wir selbst bereit sind zu vergeben. Dann wird Friede herrschen, dann wird die Liebe den Vorrang haben und dann wird Gott unser Leben in besonderer Weise führen. Und dann bleibt uns auch nicht vielleicht unser Kreuz erspart zu tragen, aber egal welche Enge, egal welcher Schmerz, wir werden es überwinden durch den, der uns über alles liebt, der dich über alles liebt, der jeden Einzelnen über alles liebt, nämlich Jesus Christus, der sein Leben für dich hingegeben hat. Wie ich heute schon mehrfach gesagt habe, bei uns in Südmähren der Brauch war, denken wir bei so einer Festveranstaltung auch an unsere Toten. Und das wollen wir auch hier beim 56. Kreuzberg-Treffen, hier in Kleinschweinbad, im Angesicht unserer Heimat genauso halten. Ich habe dazu ein paar Worte eines unbekannten Autors gefunden, die mir so richtig zum heutigen Anlass passend erscheinen. In einer Welt, die das Gestern vergaß, die der Stunde nur lebt,